Mein Name ist Karin Müller, ich bin seit 2019 Vizepräsidentin. Ich komme aus Kassel und bin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Landtag dort über die Liste reingewählt und das erste Mal im Jahr 2009, das ist also meine dritte Wahlperiode. Und vor meiner Zeit im Landtag war ich bei der evangelischen Kirche beschäftigt, zuletzt als Mitarbeitervertreterin. An meinem Amt als Vizepräsidentin finde ich spannend, dass ich in andere gesellschaftliche Gruppen komme, die nichts mit meinem Fachthema zu tun haben. Ich bin verkehrspolitische Sprecherin und als Vizepräsidentin habe ich ganz viele Termine außenrum sozusagen bei den Armeniern oder bei KünstlerInnen. Und das macht mir halt total viel Spaß, auch in andere gesellschaftliche Gruppen reinzukommen und den Landtag nach außen zu vertreten. Weil Politik alle betrifft, also der Staat sind wir sozusagen und alles, was auf den politischen Ebenen, sei es in der Kommune, im Land oder im Bund entschieden wird, betrifft mich ja auch. Und deswegen ja, kann ich jedem nur empfehlen, aktiv mitzugestalten und zu sehen, was zu verändern, was man verändern möchte. Politik ist das Bohren dicker Bretter, aber es macht auch Spaß und wie gesagt, trifft jeden Bereich des täglichen Lebens. Deswegen sollen sich möglichst viele engagieren. Zum einen, weil man den Einblick in politische Abläufe bekommt, aber auch, weil man sieht, dass die Dinge, die hier beraten und beschlossen werden, wirklich unser tägliches Leben betrifft. Das ist nicht abstrakt, sondern es werden hier Gesetze beschlossen, der Haushalt beschlossen, alles, was die Menschen direkt betrifft oder manchmal auch indirekt. Und deswegen ist es für jeden spannend, in den Hessischen Landtag zu kommen und hinter die Kulissen zu gucken.